Dann freuen wir uns auf unseren nächsten Speaker, unseren Meister des Kommandozeilen, den Jutsus, mit dem 9. Dan, den 10. Ich glaube, es gibt garantiert noch eine nächste Version, die Version 2.0 der modernen Kommandozeilen-Tools. Irgendwas finden wir noch, was du noch nicht drin hast. Einen großen Applaus für Lyra mit seinem Vortrag modernen Kommandozeilen-Tools. Ja, schönen Nachmittag, Mahlzeit, je nachdem. Ich glaube, guten Morgen ist mittlerweile schon spät, oder? Ja. Ich bin der Lyra, das sind die modernen Kommandozeilenwerkzeuge in der endgültigen letzten Version. Ich möchte nächstes Jahr nicht noch einmal den Talk machen. Und auch nicht unter dem Titel, reicht selber was ein. Ja. Das ist die Gulasch-Programmiernacht Nummer 19, falls ihr twittern oder mastodonten oder sonst irgendwas tun wollt. Ich bin auf allen gängigen Plattformen unter @lyra normalerweise erreichbar. Ihr kennt das Prozedere, ich nehme Fragen aus dem Publikum an, dann muss immer unser geschätzter Herald durchs Publikum hirschen und das Mikrofon zu euch bringen. Das heißt, haltet ihn in Bewegung, er mag das. Es gibt auch eine Belohnung. Ich habe Mannerschnitten aufgetrieben. Also alle, ich weiß, ihr seid alle nur deswegen und wegen der Klimaanlage da. Es gibt auch noch vereinzelt Sitzplätze, auch am Rand. Also ihr könnt ruhig noch reinkommen. Je weiter vorne man sitzt, umso weniger hart ist der Aufprall der Mannerschnitten. Ja, schauen wir mal, wie wir die verteilen, das wird schon irgendwie ohne gröbere Verletzungen abgehen. Ich muss mich jetzt für diese Version, also A, habe ich überhaupt keine Idee gehabt, was ich heuer einreichen soll, habe mir gedacht, na mach, was habe ich denn eigentlich? Und es gibt ganz, ganz viele liebe Menschen im Internet, zum Beispiel in Karas und noch viele, viele andere, die mir das ganze Jahr über Tools und Links und Hinweise geschickt haben auf Werkzeuge, die ich noch nicht vorgestellt habe. Das heißt, ein Großteil des Vortrags ist aus Fremdcontent zusammen inspiriert worden, glaube ich, heißt das Wort richtig. Schickt mir bitte nichts mehr, ich will den Talk nicht nochmal machen. Und wenn ihr was schickt, also wenn die erste Zeile ist npm minus irgendwas, außer es ist ein minus uninstall oder so irgendwo, ist das ein Tool, das ich nicht vorstellen möchte. Der Talk ist inhaltlich komplett neu gegenüber dem letzten Jahr, also ich habe kein einziges Tool doppelt. Eine Runde für den Raum. Ne? Das Einzige, was gleich geblieben ist, ist die Einleitung. Das heißt, warum mache ich den Vortrag? Warum habe ich mich mit modernen, also die Tools sind zum Teil auch schon ein paar Jahre alt, Kommandozeilentools auseinandergesetzt? Naja, ich habe ein Problem. Ich bin schon fast 50. Und der Douglas Adams, der wunderbare Science-Fiction-Autor, der den Hitchhiker's Guide to the Galaxy geschrieben hat, hat das sehr schön zusammengefasst. Er hat gesagt, alles, was zum Zeitpunkt unserer Geburt bereits vorhanden war, wird als Bestandteil der natürlichen Ordnung empfunden. Faxgeräte, 5G, Blockchain. Ne? Alles, was in der Zeit zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr erfunden wurde, ist aufregend, revolutionär und fördert vielleicht sogar die eigene Karriere. Ne? Ja, da bin ich jetzt knapp drüber. Alles, was nach unserem 35. Geburtstag erfunden wurde, verstößt gegen die natürliche Ordnung der Welt und wird abgelehnt. Also das erklärt auch einige Politikerreaktionen immer auf IT und so weiter. Das Ganze auf Englisch auch nochmal. Und mich zipft das an, weil ich beobachte das selber an mir. Das habe ich ja immer schon so gemacht. Wieso soll ich? System D, warum? Das geht ja eben. Also ich erkenne das ja an mir selber auch. Und ich habe mir gedacht, ich muss dagegen aktiv angehen. Wir haben vorne noch Sitzplätze und deswegen habe ich mich letztes Jahr aufgerafft und diesen Talk zusammengestellt, dass das dann so ein Eigenleben entwickelt, hätte ich mir nicht gedacht. Gut, ich habe es schon kurz erwähnt, es geht um Kommandozeilentools ohne NPM, ohne Server, den ich auf meinem Laptop oder auf meinem PC oder in meiner Shell installieren muss, sondern um Kommandozeilentools, die der Unix-Philosophie entsprechen. Was ist diese Unix-Philosophie? Die wurde erstmalig 1978 formuliert. Wer war denn da schon auf der Welt? Nicht viele, sehr gut. Ich mag das, ich bin gern unter jungen Menschen. Es wird immer leicht, unter jungen Menschen zu sein, je älter man wird.
Und die sagt, diese Unix-Philosophie sagt, erstelle ein Programm so, dass sie eine Aufgabe richtig erfüllt. Und wenn es eine neue Aufgabe gibt, dann schreib ein neues Programm und füge diese Funktionalitäten nicht dem bestehenden Programm hinzu. Zweiter Punkt, gehe davon aus, dass die Ausgaben eines Programms die Eingabe eines anderen Programms sein können, so, dass du auch noch nicht einmal kennst, hast keine Ahnung, wie dein Tool jemals verwendet wird. Ja? Und der Output dieser Programme sollte kurz, knackig, prägnant sein. Es gibt ein sensationelles Interview mit Kernighan und Ritchie, die ja auch an dem Unix-Kernel mitgeschrieben haben und die zum Teil in einem Wochenende ihre Tools so umgeschrieben haben, damit sie genau dieser Philosophie entsprechen und miteinander verkettet werden können. Das werden wir heute auch noch ein paar Mal sehen. Und das kennen wir alles, wir haben auch ja auf der GPN den Vortrag, nur ein fauler Systemadministrator ist ein guter Systemadministrator, lass die Tools die Arbeit machen, nicht die Ferialpraktikantinnen und Ferialpraktikanten, die sollten eigentlich lernen, wie man richtig faul wird. Ne? Das Ganze wurde dann 1994 noch einmal ein bisschen knackiger formuliert, aber das ist es im Prinzip. Einfache Programme, simpel, verkettbar, also über die sogenannten Pipes oder Textfiles verknüpfbar, weil schlussendlich ist alles ein Textfile und das funktioniert eigentlich ganz wunderbar. Ja, und dann ist das da passiert. Also, ja, gut. Aber wie gesagt, wir kommen ihm nicht mehr aus. Wir müssen mit System D leben. Ich meine, BSD ist noch so das letzte Refugium. Schauen wir mal, wie das wird. Was bisher geschah, previously on 24, habe ich zuerst das genannt, das sind die Dinge, die ich letztes Jahr vorgestellt habe. Davon gibt es Aufzeichnungen auf Deutsch und auf Englisch, auf diversen Medien, media.ccc.de. Darüber spreche ich heute ja fast nicht. Ich werde es ab und zu ein bisschen erwähnen und referenzieren, aber wenn euch diese Tools nichts sagen, schaut euch den Talk vom Vorjahr an. Wer was über IP-Route 2 und das IP-Kommando hören will, irgendwo ist der Barbossa wahrscheinlich auch im Raum. Wink mal kurz. Nö? Was? Dann ist das Netzwerk kaputt. Okay. den habe ich letztes Mal geplagt. Das heißt, das geht auch so. Ja, ich muss noch auf ein Kommandozeilen-Präsentationsprogramm umsteigen. Ich weiß. Der Stöps war da so lieb und hat mich schon angefixt. Nächstes Jahr. Nein. Nein, 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 nicht nächstes Jahr. So, was ist der Plan für heuer? Nur damit ihr wisst, ob ihr jetzt gleich gehen könnt und den Leuten einen Sitzplatz überlasst oder ob ihr bleiben wollt. Das sind so die Dinge, die ich heute vorstellen möchte. Zum Teil eben durch Einsendungen des Publikums entstanden. Also ich habe ganz viele Postkarten und Faxe erhalten. Zum Teil auch, da müsst ihr leider auch durch, entstanden aus einem Projekt, das ich letztes Jahr an der Backe hatte und wo es darum ging, also die Server sind eh performant, das Storage ist auch performant. Nein, das Netzwerk hat überhaupt kein Problem und ist alles super. Es muss deine Applikation sein, die da die Performance-Probleme macht. Also da kommt so diese Top-Familie und NetHawks und Socket Statistics, aus der Ecke kommt das. Und ein paar Dinge, die ich nicht kannte und die ich zum Teil sehr, sehr spannend und cool finde und hoffentlich auch ein paar Lacher. Schauen wir mal. Moderne Kommandozeilenwerkzeuge, endgültig letzte Version. So, endgültig letzte Version ist ein klassischer Managementbegriff, nicht? Der hängt an den Word und Excel und PowerPoints immer dran, so abgesegnet, auch gegengelesen, auch jetzt mit den letzten Fehlern korrigiert. Ja. Vernünftig macht man das natürlich mit Git. Das heißt, wir haben alle unsere Dokumentation, weil wir schreiben ja alle brav Dokumentation. Und wir automatisieren, weil wenn man automatisiert, hat man gleich automatisch Dokumentation, nicht? Wir haben unsere Dokumentation heutzutage meistens in Git, also in CVS hoffentlich nicht mehr und in SVN hoffentlich bald auch nicht mehr. Git hat sich so irgendwie durchgesetzt. Was mich an Git immer so gestört hat, ist, wenn ich irgendwie ich muss dazu sagen, ich bin so Glue-Code-Programmierer, ja? Also ich kann bestehenden Code so verändern, dass er das tut, was ich möchte, aber ob das wirklich gut ist, ist immer so eine Sache. Das heißt, ich klone sehr oft oder ich forke sehr oft auf GitHub irgendwelche Projekte verschlimmbessere die dann. Und da hat mich immer gestört, dass ich immer ins GUI gehen muss, um da Fork zu machen und Clone zu machen und sonst was. Bis ich dann irgendwann einmal Hub entdeckt habe. Hub ist ein Wrapper,
also quasi Microsoft-mäßig Embrace and Expand, für Git und biete da bessere Unterstützung für GitHub. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich kennen, für mich war es neu. Das heißt, ich kann jetzt von der Kommandozeile aus einen Fork machen, ich kann Pull-Requests erstellen, ich kann Repos erstellen, ich kann Repos klonen. Ich habe, wenn man, wie ihr sicher seit dem letzten Jahr alle verwendet, Zshell und OhMyZshell verwendet, habe ich auch eine wunderbare Tab-Completion dabei. Und das Ganze ist auch eigentlich sehr leicht installierbar. Das ist einfach einmal ein Git-Klon. Dann muss ich mich einmal authentifizieren, wird ein OAuth-Token erstellt und ab dann funktioniert das ganz super gummigut. Bis zu dem Moment, wo man dann auch vielleicht ein Repo wieder löschen will, weil man will das gerade erstellte Repo dann vielleicht bei einer Präsentation noch einmal erstellen. Dann muss man doch wieder ins Webinterface gehen und die Berechtigungen für Hub ein bisschen höher drehen, dass es auch Repositories löschen darf und dann funktioniert das. So, und jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, es ist so schön, wenn ein Plan funktioniert. Ich habe ein Repository, ich mache, also noch nicht, aber gleich habe ich ein Repository. Mach mal mein Git init und dann erstelle ich auf GitHub mit create ein neues Demo-Repository. Bam, 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 bam. Weiße Schrift auf weißem Hintergrund ist nicht gut, danke. Dann machen wir das anders. Kennt sich hier jemand mit Timux aus? Ja, das habe ich schon. Er promptet mich hier gerade nach meinem. Das habe ich nämlich heute noch nie. Welcher ist es? Nein. Ha. So, jetzt spricht er zumindest mal wieder mit mir. So. Ja, dann müsst ihr mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund leben, das ist besser lesbar. So, also er hat mich jetzt, nachdem ich natürlich Authentifizierung bei GitHub mit SSHKey mache, nach der Passphrase für den SSHKey gefragt und hat mir jetzt auf GitHub von der Kommandozeile ein Repository angelegt. Ah, das ist ja eh schon da. Ich schaue hinüber und ja. Und wenn ich da jetzt F5 mache, haben wir hier die GPN19-Demo. Hui! Ja, für mich, wie ich das erste Mal gemacht habe, war das so, ja, endlich, hurra. Machen wir ein bisschen Content hinein. Das übliche First Commit und ich glaube, das ist so das Hello World, wenn man Git irgendwo herzeigt. Ne? Und was ich jetzt aber auch machen kann, ist, also ich habe jetzt hier vorhin schon den Hub-Befehl verwendet. Das habe ich jetzt ganz bewusst gemacht. Normalerweise konfiguriert man sich dann Hub so, dass es in der jeweiligen Shell des Vertrauens, also Fish oder Zshell oder wer noch immer Bash verwenden möchte, auch in der Bash, quasi Git ersetzt. Es reicht alles, was es nicht selber verarbeiten kann, 1:1 an Git durch. Man verliert also hier keinerlei Funktionalität. Damit man es hier ein bisschen besser erkennt, habe ich es einfach auf Hub gelassen, damit die Kommandos ein bisschen klarer werden. So. Das heißt, ich habe jetzt hier ein File, ein README angelegt, ich habe das committed und gepusht und jetzt in dem Moment, wo ich Content habe, also wo ich Inhalt habe, schön, wir wollen ja ein bisschen versuchen, das Denglische wieder zurückzudrängen, kann ich auch Issues erstellen. Das heißt, ich kann jetzt hier von der Kommandozeile auch ein ein Issue erstellen, auch hier wieder wunderbar erstellt, jetzt kann ich mit Hub Issue, ja, das ist das Klassische, warum ich normalerweise Befehle immer kopiere, statt einzutippen, kriege ich meine Liste der Issues und kann mir das Issue auch anschauen lassen. Das heißt, alles, was ich sonst über das Webinterface mache, kann ich endlich auch von meiner geliebten Kommandozeile aus machen, was mir mein Leben dann deutlich erleichtert. So, fürs nächste Beispiel brauche ich jetzt noch was anderes vorbereitet. Was ich nämlich auch machen kann, ist, irgendwer erwähnt mich da schon wieder auf Twitter und ich habe vergessen, mein Handy auf stumm zu schalten. Ich kann jetzt auch klonen, das heißt, ich brauche jetzt nicht mit auf die Webseite gehen, mir die URL holen etc. pp. Ich sage einfach, hab Clone und er klont mir die Gulasch-Applikation
auf die ich noch zu sprechen komme, auf meinen lokalen Rechner. Und dann kann ich natürlich auch, weil wir werden jetzt dann ein paar Dinge kaputt machen, verbessern, dieses geklonte Repository dann auch forken. Das heißt, er stellt mir jetzt in meinem, wenn es wahr ist, hallo, hat er mir jetzt auch die Gulasch-Applikation schon einen Fork erstellt. Alles von der Kommandozeile aus, alles ganz wunderbar. So. So, das sind die Backup-Slides, falls die WLAN-Verbindung nicht funktioniert hätte. Hab. Super Sache, wer es noch nicht kennt, mal ausprobieren. Nächstes Tool, Tick. Also, ja, eine Frage. Ha! Nein. Wenn es so nicht gibt, dass da hinten durch nicht eine rausholen, sondern eine. Bitteschön. Gibt es das Tool auch für GitLab, was ich hauptsächlich benutze? Danke, das war die eine Frage, auf die ich mich vorbereiten wollte, was jetzt dann untergegangen ist. Aber meine Bitte wäre, recherchier das doch und mach nächstes Jahr zumindest einen Lightning-Talk dazu. Ich mache auch gern eine Session, wo einfach im 5-Minuten-Takt Leute Tools vorstellen. Ja? Also, ich habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Ja, du hast ein Jahr Zeit. Also, no pressure. Wer kennt ihn? Wegen Peer Pressure und so? Nein. Ich meine, Hub ist ja auch drei Software, nehme ich an. Das heißt, du kannst einfach anpassen an GitLab. Ja, mach einen Fork für GitLab. Und stell ihn nächstes Jahr vor. Genau, perfekt. Gut, Tick ist ein Anchor-Space Text Mode Interface für Git. Und ihr könnt auch lesen. Das heißt, ich kann mir Changes anschauen. Ich kann Tick auch als Pager für Git-Kommandos verwenden. Wie schaut das aus? Pager, was, wie, anschauen? Tick. Ich kann Tick einfach, ja, das war das mit dem Vorbereiten und so. Ich kann Tick starten und dann bekomme ich einfach eine Liste aller meiner Commits, die ich so im Git gemacht habe. Kann die durchscrollen, das ist jetzt noch nicht so aufregend, aber schon einmal nett. Ich kann jetzt aber auch, Version Bump gibt wahrscheinlich nichts her, Enter drücken und dann komme ich in die, dann bekomme ich, kriege ich so einen Split. Es ist kein Temux-Split, aber fast. Und kann mir das Ganze anschauen. Ich kann dann auch zwischen verschiedenen Ansichten wechseln. Das heißt, ich kann jetzt mir hier auch ein Diff anzeigen lassen. Ich könnte jetzt was greppen oder was immer wieder praktisch ist. Ich brauche natürlich auch, wo nehmen wir es? Ich habe auch eine, ja. Ich kann an und für sich, er mag mich nur jetzt nicht. Ich kann auch ein Blame machen, das heißt, ich kann auch hier schauen, wer hat jetzt diesen letzten Fehler eingebaut und dann entsprechend mit der Person Kontakt aufnehmen. Das zweite mit Tick, ich kann Tick als Pager verwenden. Was heißt Pager? So, gehst du mir da jetzt auch wieder raus, Dankeschön. Das heißt, ich kann jetzt ein Git Show zum Beispiel machen, das Ganze nach Tick pipen und dann macht mir Tick das Ganze in mehr oder weniger hübsch bunt. Die Farben könnte anpassen, also es spricht nichts dagegen, da jetzt rosa auf himmelblauem Hintergrund. Also falls ich doch noch motiviert werden kann und mir jemand ein Shell-Theme in hübsch baut mit hübschen Farben, nehme ich gerne an nächstes Jahr. Das müssen aber dann noch VI-Theme und Temux-Theme und also komplett. Ja. So, seht schon, kann man in anderen Farben dann auch haben. Nächstes Tool, das war auch eine Zusehereinsendung, Linus oder Linus, also nachdem ich da Leider bin, müsste es eigentlich Linus sein, ist ein konsolenbasiertes Auditing und System Hardening und Compliance Testing Tool. Also das macht nicht die Arbeit für euch, aber es sagt euch, was ihr tun solltet. Das heißt, es schmeißt dann es läuft über euer System und ist, nachdem es opportunistisch ist, schaut es, was hast du denn auf deinem System und gibt dir nur die relevanten Infos raus. Also wenn du jetzt in der glücklichen Lage bist, noch keinen System-D zu haben, dann kriegst du auch keine Empfehlungen für System-D zum Beispiel oder so. Ja, oder. Das Ganze ist sehr einfach, ein Hub-Klon, weil wir verwenden ja jetzt Hub, und dann ein Linus Audit System und dann schnurgelt er mal ein paar Minuten los und nach ein paar Minuten spuckt er dann eine lange, lange Liste an Text raus, was dann ungefähr so aussieht.
Und da sagt er eben, das und das könnte, also ich habe jetzt auf diesem System great, no warnings, das heißt keine Warnungen, keine gröberen Probleme, aber ein paar Empfehlungen wären noch da. Und er gibt jetzt nicht nur die Empfehlungen ab, sondern zu den Empfehlungen dann auch gleich die Links, so lies mal da weiter. Und sowas mag ich, ne? Weil wir wollen uns alle immer weiterbilden und weiterführende Informationen und Links sind ja immer super. Das heißt, schaut euch das einmal an, das funktioniert eigentlich ziemlich super gummigut, lässt sich sowohl als Root als auch als Nicht-Root starten. Wenn man es also Nicht-Root startet, kriegt man halt nicht alle Informationen, aber meistens ist genug dabei, dass man den Junior Sys-Admin wieder für eine Woche oder zwei beschäftigen kann, was jetzt im Sommer ja durchaus. Oder den Manager, so, wir brauchen mehr Personal, schaut die Liste an. Kann man. Vielseitig verwendbar. Aus der Geschichte mit dem Projekt, das ich letztes Jahr hatte, das System performt nicht und es sind nicht die virtuellen Maschinen, es ist nicht das Netzwerk, es ist nicht das Storage. Braucht man halt irgendwie Tools, mit denen man beweisen kann, dass es trotzdem nicht die Applikation ist. Klassisch auf allen Systemen installiert und immer verfügbar ist top, gibt mir eben Auslastung, CPU, RAM etc. an, ist üblicherweise überall installiert. Mittlerweile kann ich auch schon ein bisschen sortieren und ein bisschen die Ansicht ändern. Schaut halt meistens relativ langweilig aus. Und das Problem ist halt, ich sehe immer nur, was gerade passiert. Ich kann das jetzt nicht über längere Zeit laufen lassen. Ist halt irgendwie schon ein bisschen angestaubt. Schon ein bisschen besser. Also ich habe mich dann so ein bisschen durchgewühlt, was gibt es denn eigentlich? Und also wenn man anfängt, so Linux und Performance irgendwo in DuckDuckGo oder sowas Ähnliches einzugeben, ist man mal eine Woche oder zwei beschäftigt mit Nachlesen. Das Erste, was meistens dann so kommt, ist ATOP. Das ist im Prinzip Top on Steroids. Kann halt auch über das Kernel-Modul NetATOP Netzwerkaktivität mit anzeigen, was TOP nicht kann. Und was es auch kann, und das ist dann schon wieder sehr praktisch, es kann das Ganze auch in ein File hinausschreiben. Das heißt, ich kann das in einer TMUX-Session, am Server laufen lassen und er schreibt mir mal die Performance-Daten hinaus und ich kann sie dann nachher mit grep oder cut oder sonst irgendwas dann analysieren, zusammenstauchen und schauen, was ich so brauche. Schaut also schon ein bisschen hübscher aus auch, aber ja. Das, was normalerweise jetzt so auf den Servern oder auch auf den Laptops verwendet wird, bis halb habe ich, gell? Bis 17:30. Ja. 107 Slides. Alles gut. HTOP, eben ein interaktiver Prozessmonitor, wird seit 2004 auch aktiv weiterentwickelt, also der Developer stellt auch immer wieder neue Features vor und hält Vorträge zu dem ganzen Thema und hat einen Tree-View, was immer manchmal recht praktisch ist, wenn man nicht mehr weiß, wo jetzt die Performance genau verschwindet. Die Slides gehen alle online, sowohl auf meiner Seite als auch auf der Konferenzseite, also ihr braucht jetzt nicht panisch URLs mitschreiben oder sonst was. HTOP. Schauen wir mal, ob ich hinkomme. Nein, das war das Linus, das wollte ich nicht. HTOP läuft, HTOP ist bunt. Ist so auch auf dem Bildschirm bunt. Läuft jetzt bei mir lokal. Ihr seht, da ist schon ein bisschen was im Hintergrund tätig, weil ich habe da noch ein paar TMUX-Sessions mehr vorbereitet. Und ich kann jetzt hier mit F2 in die Konfiguration reingehen und dann mit den Cursor-Tasten, das kann man sich auch auf die VI-Tastenbelegung natürlich ummappen, noch zusätzliche Daten und Spalten und so weiter einblenden. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel die Batterie noch mit anzeigen in der ganz rechten Spalte oder oder zum Beispiel den Hostnamen, weil ich weiß jetzt nicht, auf welcher Maschine ich bin oder sonst was. Das Ganze geht dann eben auch für die Display Options und ich kann Black and White? Nein, wir wollen es bunt haben. Mit Black Knight ist viel hübscher. Farbe ist immer das Wichtigste, ne? Bist du schon fertig mit Arbeiten? Nein, ich habe jetzt gerade erst das Farbenschema gefunden, das mir gefällt. Also HTOP ist so fürs Aktuelle drauf schon eigentlich ganz schön und hübsch und praktisch. Und da habe ich auch den Tree Viewer, da muss man mit was vorbereiten. Gut, es gibt aber jetzt aus der TOP-Familie noch viel mehr.
Es gibt zum Beispiel Apache Top. Was wird das machen? Es zeigt mal an, die Threads und die Overall und die Gesamtperformance vom Apache. Kann auch, wenn ich jetzt Virtual Hosts habe, die alle in die eigene Files loggen, mehrfache Apache-Log-Files anzeigen. Ist, wenn man sich mit dem Apache herum, nein, da gibt es, oh ja, habe ich sogar. Wenn man sich mit dem Apache herumschlagen muss, schaut dann so aus, das heißt, ich habe die Oberall, ich habe die durchschnittliche Performance, ich habe hier, schauen wir mal, wo ich das jetzt so, ja, ich habe hier dann auch, wie viele, 200, sprich, alles ist gut, wie viele 300er, wie viele 400er Fehler, also so mal ein bisschen, wie geht's dem System, wie geht es denn meinen Webseiten, so ein grober Überblick. Ja, auf dem Server, nachdem der lokal bei mir läuft, tut sich jetzt nicht so viel und nein, der Port ist nicht offen. Jo, so, jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, ja, aber was ist mit dem Nginx? Ja, nö. Jo, was wird das machen? Ja, genau dasselbe in Schwarz und Weiß. Zeigt mir auch eben an, Zugriffe etc. Ja, jetzt haben wir aber bei Web-Applikationen ja nicht nur mit Frontend-Webservern zu tun, sondern vielleicht auch mit Backend-Datenbanken. Das heißt, wir haben nicht nur ein Apache und Nginx-Top, wir haben auch ein MyTop. Also da war irgendwer mit dem Namen erfinden ganz für diese Monitoring-Dinger ganz, ganz innovativ. MyTop macht eben Threads und Overall-Performance für MySQL oder MySQL oder wie immer das jetzt, MariaDB, ne? Glaube ich heißt es ja jetzt. Ja, schaut überraschenderweise komplett anders aus als alle anderen Tools. Aber auch eben eher interaktiv. Ja, aber ich verwende kein MySQL, mein Postgres. Ja. kommt sogar out of the box mit, wenn man Postgres in einer Linux-Distro installiert. Schaut überraschenderweise also komplett anders aus. Auch wieder Performance, Durchschnittsperformance, IO-Activity, was man halt so bei Datenbanken wissen will. Sowohl bei MySQL als auch bei Postgres kann man dann auch interaktiv noch irgendwie mal eine Task killen oder renicen und so Dinge, wenn man es braucht. Also ich möchte es eigentlich nicht, aber ja. Auf dem Laptop ganz lustig und praktisch PowerTop. Wenn es um Power Consumption geht und Power Management, da ist ja Linux am Laptop ja mittlerweile schon deutlich besser geworden, aber da ist noch Luft nach oben. Das heißt, wer jetzt einmal schauen will, wann sein Laptop oder ihr Laptop, wie oft in welchen C-Level, also in welchen Power-Saving-Level fällt und warum das jetzt, welche Applikation das vielleicht unterbindet, könnte vielleicht einmal einen Blick auf PowerTop werfen. Das eigentlich da jetzt laufen sollte und auch läuft. Das heißt, ich habe jetzt hier oben verschiedene Karteireiter, heißt das auf Deutsch? Ja, Karteireiter, Tabs, Karteireiter, wo ich mit der Karteireiter-Taste, nein, mit der Tab-Taste wechseln kann. Das heißt, ich habe jetzt hier pro Core, wie oft ist er im C3, wie oft ist er im C6, wie oft ist er im C7, angezeigt bekomme, auch die Frequenzen, wann, wie oft, wer, wo, jetzt, wie schnell unterwegs war. Ja, das ist ein X220, das ist nicht schneller. Und was ich persönlich dann ganz spannend und interessant finde, ist der letzte Tab, die Tunables. Das sind also jetzt nicht die neuesten Cartoon Heroes von Pixar, sondern da schlägt er mir vor so, du, da gibt es noch Devices, da könntest was tun, die sind in einem schlechten Zustand, was das Power-Saving betrifft. Weil wenn man hinunterscrollt, irgendwo da unten, finde ich ein paar, die sind gut. Also die sind schon auf Power-Saving getuned, aber da oben, da kann ich eindeutig noch was für die Batterielaufzeit tun, indem ich einfach sage, stell mir das von bad auf gut und er macht dann halt irgendwie Magic. Ja, würde ich empfehlen, vielleicht zuerst nachlesen, bevor man das dann speichert und dann kommt die Maschine auf einmal nicht mehr hoch oder so irgendwie. Soll es schon mal vorgekommen sein. Jo, schaut dann eben so aus. Wir sind mit den Tops noch lange nicht fertig. IOTOP, Disk.io, schaut überraschenderweise auch nicht anders aus. Tipp hier, IOTOP minus minus, also
Bindestrich ist, wer ist es ja eigentlich? Das ist ein Minus. Also IOTOP minus minus only zeigt nur die Prozesse an, die jetzt auch tatsächlich auf der Disk was tun und nicht so wie hier alles, was so irgendwie sich im RAM herumregelt. Dann wird nämlich die Liste meistens deutlich übersichtlicher und man findet meistens diesen einen Prozess, der gerade die rotierende Festplatte zumüllt und daher alles irgendwie unendlich verlangsamt. Also das ist schon einmal ein sehr brauchbares Tool. Dann natürlich, es ist nie das Netzwerk. Das heißt, wir brauchen auch ein IFTOP. Laut der Marketingbeschreibung, das for the network usage was top, das for CPU usage. Also eindeutig US-Produkt. Beim Aufruf sollte man dem Tool das Interface mitgeben, auf das es sich konzentrieren soll. Also es ist eigentlich also ein männliches Tool, sage ich jetzt mal, weil das so, ich kann jetzt ein Ding und nicht mehr. Nein. Habe ich das jetzt laut gesagt? Nein. So, schauen wir mal. Das heißt, ich habe auch hier was vorbereitet. Wenn jetzt das WLAN funktioniert, nein, probieren wir es noch einmal. Natürlich. Mach mal ein großes Penis, Mann. Na, ich weiß nicht, ob es 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist. So, jetzt tut es schon viel besser. Das heißt, es zeigt mir jetzt einmal so an, was tut sich denn jetzt so auf dieser WLAN-Karte. Und hier habe ich jetzt dann auch über verschiedenste Toggles, also Tastaturkürzel, die Möglichkeit, verschiedenste Ansichten anzuschlagen. Also das ist jetzt eindeutig, man sieht eingehend, ausgehend Traffic von wohin, woher, und unten habe ich auch so ein bisschen Peak und Statistik dazu. Ich kann jetzt sagen, ich möchte pro Host, also pro Verbindung, nur eine Verbindung haben, dann kumuliert er mal eben in- und ausgehend. Nur eingehenden Traffic, nur ausgehenden Traffic oder eben so schön aufgesplittet. Und was ich dann auch noch machen kann, ich kann jetzt das ist jetzt so der Macarena im IFTOP, kleines S, großes S und T. Und dann habe ich eine Ansicht nach Services und sehe, okay, welcher Prozess auf meinem Rechner macht denn jetzt gerade hier ganz, ganz viel Netzwerk-Fu. Wenn man so einen WebSphere-Application-Server oder irgend sowas Java-AC-ähnliches hat mit 15 Java Virtual Machines und einem zuckt aus, ist das manchmal sehr, 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 sehr praktisch. Gut, also sehr feines Tool. Wer es ein bisschen einfacher haben möchte, managementtauglich, gäbe es dann auch noch das Tool NetHox. Das gruppiert mir auch die Bandbreite nach Prozess und zeigt das Ganze dann sehr übersichtlich an, aber viel mehr, also es ist wirklich so ein One-Shot, One-Single-Tool, viel mehr als die Ansicht bekommt man da nicht raus. Letztes Mal schon gecovert, IP, also if-config, umlernen, umtrainieren, wir wollen alle nur noch IP und wie heißt es? Route 2? IP Route 2? Ja, IP Route 2 verwenden. Das heißt, wir verwenden auch nicht mehr, wir verwenden jetzt auch SS, also Socket Statistics, Double S, statt Netstat, weil es mehr kann, weil es besser ist, weil es mit IP-Route mitkommt. Und ganz wichtig fürs Shell-Golf, ich muss nicht mehr Netstat tippen, sondern ich muss nur noch SS eingeben und habe schon wieder 4, 5, 6 Zeichen gespart beim Tippen. Yay! Ansonsten, es verhält sich an und für sich sehr ähnlich zum Netstat. SS-LN, alle bestehenden Verbindungen mit Portnummern statt Namen. SS-LT, alle TCP-Verbindungen. SS-P, da wollen wir ein Less hinten dran haben, Dankeschön. Netzwerkverbindungen mit dem dazugehörigen Prozess, also da tut der Firefox ein bisschen was, Cinnamon und alle möglichen anderen. Das kann man natürlich auch wieder, das darf man natürlich auch wieder dann an den Grep weitergeben, da kann man dann wieder Sachen herausschneiden, aber da zeige ich euch dann nachher auch noch ein schönes Tool. Und für einen schnellen Überblick gibt es dann SSS, also SSS, was mir so einen schönen Überblick einen kurzen, knackigen Überblick gibt, also Legacy IP, IP und T,
TCP und UDP-Überblick und was sich sonst noch so tut. Also wie gesagt, alles, was wir früher mit Netstat gemacht haben, machen wir jetzt mit Double S. Gewöhnt euch dran. Nicht meine Idee, aber so. Dann kommen wir so langsam von den Top-Tools weg. Hurra. Dstat, kleines Tool für Zeit. Nein, nicht für Zeit, sondern eben auch für diverse Statistiken. Vor allem, das zeige ich nur ganz kurz her, weil es so schön bunt ist. Das heißt, es läuft im Prinzip die ganze Zeit durch. Ich habe hier über Kommandozeilenparameter die Möglichkeit zu definieren, was hier angezeigt werden soll. Also zum Beispiel hier die Applikationsnamen, das ist etwas, das ich dazu konfiguriert habe, das zeigt er mir normalerweise nicht an. Ich kann also hier sagen, zeig mir Top-CPU und Latency an, zeig mir Disk-Activity an oder keine Disk-Activity und nur Network-Activity. Also da bin ich schon so ein bisschen Schweizer Taschenmesser-mäßig unterwegs. Funktioniert schon recht hübsch. Dann haben wir noch SIDAR. Das ist auch so ein One-Shot-Tool, kommt mit der Lipstadt gerade mit und liefert so einen mehr oder weniger hübschen Überblick. Also das ist so auch so ein Top-ähnlich. Wer das Ganze für Disk, so wo zur Hölle geht mein ganzer Disk-Space hin? Dafür haben wir Diskus. Das ist eben Colorized Disk Space Usage. Also das mit dem Bund. Ja. Your mileage may vary. Ein Tool, mit dem ich letztes Jahr viel Zeit verbracht habe, ist Enmon. Monitor Anything kommt eigentlich aus der AX-Ecke, also Unix-Ecke, gibt es aber auch für Linux. Das Schöne an dem Enmon ist, das kann ich auch im Hintergrund Tmux laufen lassen und die Daten in ein File hinausschreiben. Und für dieses File gibt es dann sowohl das Enmon Chart Tool, mit dem ich dann Charts generieren kann, nämlich wirklich hübsche, managementtaugliche Charts. Und es gibt auch, das ist eigentlich das ursprüngliche Tool, ein Analyzer Excel Spreadsheet. Und ja, ich meine hier wirklich Excel Spreadsheet, weil es funktioniert nur im Excel leider. Aber dafür gibt es das Enmon Chart. Und das glaubt dann diese Daten, nämlich auch aus mehreren Enmons zusammen. Das heißt, wenn ich das Tool auf mehreren Servern laufen lasse, kann ich die dann auch konsolidieren und er macht mir dann ein hübsches Chart draus. Hat eigentlich intern in der IBM begonnen und ist seit 2009 als GPL Open Source. Ein kurzer Blick auf dieses Tool. Startet prinzipiell so und ihr seht schon, ich habe dann unten gleich sehr bedienerfreundlich die verschiedensten Tastaturkürzel. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel C für die CPU-Daten, dann blendet er mir die CPU-Daten ein. Jetzt hätte ich gern Memory-Info auch noch dazu, aber jetzt brauche ich eigentlich die CPU nicht mehr. Dafür will ich jetzt noch Disk-Usage dazu. Und eigentlich will ich aber nur die Busy-Disks sehen und dann vielleicht noch das Netzwerk dazu. Also das ist ein wirklich sehr, sehr praktisches Tool, wenn man mal schnell nachschauen will und muss, was sich so tut. Und wie gesagt, die Daten kann ich dann auch auf die Disk rausschreiben in ein File und dann weiterverarbeiten. Das Weiterverarbeiten, ich habe es schon kurz erwähnt, das wäre dann das Enmon Graph Tool, wo ich also wirklich doch recht ansprechende Grafiken generieren kann. Im Excel würde das Ganze dann so ausschauen. Also das hat sich auch irgendwie schon getan. Zeigst du uns wirklich gerade einen Screenshot von Excel? Ja, natürlich. Und zwar ist es ein 2007er, wahrscheinlich auf einem XP. Aber nicht in einer VM, sondern wirklich nur ein Screenshot, ja? For your own safety. So. Nee, jetzt wird es grauslich. Gut. Das geht sich ja alles schön aus. Jetzt ist es ja natürlich so, also ich bin jetzt nicht nur mit veraltender Technologie beschäftigt, ich darf mich auch mit neuem Zeug beschäftigen. Das heißt, ich darf mich auch mit Kubernetes und Docker und diesen Dingen herumschlagen. Ja, ich hatte vorher keine grauen Haare.
ein Tool, das sich jetzt, gerade wenn ich so mit Docker und Kubernetes herumspiele, recht bewährt hat, war Kubetail, mit dem ich mir einfach Kubernetes-Logs von mehreren Pods zur gleichen Zeit anschauen kann. Da ist irgendwie ein Text, also diese Zeile da, die Validate-Format, ignoriert ihr jetzt bitte, die gehört zu einem anderen Tool. Das ist ein Copy-and-Paste-Fehler. Kubetail ist im Prinzip ein Bash-File, Bash-Script. Wer Zshell mit OhMyZshell verwendet, kann das Ganze auch über den Zshell-Plugin-Manager installieren und dann funktioniert das gleich viel hübscher. Schaut dann so aus. Was ich auch immer wieder gehabt habe, war, es ist dann praktisch zur Übersicht vielleicht einmal irgendwie ein bisschen Farben doch ins Terminal zu bringen. Was ich da dann gefunden habe, was recht gut funktioniert hat, war Colorex. Auch wieder ein Tool nach der Unix-Philosophie, macht ein Ding, es macht Dinge bunt. Ich kann ihm sagen, wie bunt und was bunt und mehr tut es nicht. Ja? Das heißt, ich kann das in so eine Pipe hineinhängen. Wenn man dann die Kollegen unbeaufsichtigt lässt, endet das dann manchmal so. Also ihr könnt da ein bisschen Spaß haben mit dem Teil. Man kann das Ganze dann natürlich auch noch ein bisschen weiter treiben. Es gibt dann noch Lolcat. Ja, ja. Nämlich genau das. Diesen hier. Also hätte ich vorher warnen sollen, oder? Ja, also wenn es im Büro mal wieder länger dauert, das wollte ich unbedingt live herzeigen, weil statisch wirkt das einfach nicht so gut. Im Zuge meiner Vorbereitungen dieses Talks ist mir dann ein ganz aktuelles Tool untergekommen. Gulasch. Und zwar der GPN19-Fahrplan in der Kommandozeile. Ich habe es hineingenommen, auch wenn es jetzt nicht wirklich ein Tool ist. Ist eigentlich eine Website, die das Ganze hübsch aufbereitet. Das heißt, ich sage curl mit der entsprechenden Frickel-Gulasch-URL und kriege einen relativ hübschen Fahrplan zurück. Das war Tag 1, wer sich noch erinnern kann. Wer sich erinnern kann, hat ihn nicht erlebt. Das Ganze geht dann auch noch knackiger für die Leute, die auf dem Touch-Display vom Raspberry Pi sich das anschauen wollen, kann man das Ganze noch ein bisschen kondensen. Wer war denn letztes Jahr in meinem Talk? Oder hat sich den irgendwo im Recording angesehen? Okay, gut, danke. Wer kann sich an den Talk noch erinnern? Nein, das wäre jetzt gemein. Ich habe dort so ein paar HTTP-Clients vorgestellt, die das Ganze irgendwie ein bisschen hübsch und in bunt machen und dieses Hipster-JSON hübsch anzeigen und so weiter. Da kann ich noch eins draufsetzen. Ich habe HTTP-Prompt. Das macht das Ganze interaktiv mit Auto-Completion und Syntax-Highlighting. Ja? Und integriert den HTTP-Pi und das Python-Prompt-Toolkit. Und macht daraus eine ganz, ganz schicke Lösung. Schauen wir mal, ob ich die jetzt auch so hübsch zum Herzeigen bekomme. Das heißt, ich habe jetzt hier HTTP-Prompt und gebe so ein Klasse, also das ist so ein Demo-HTTP-API-Dienst an. Und wenn mir jetzt die WLAN-Götter gnädig sind, bin ich mit diesem Service verbunden. Was kann ich jetzt machen? Ich kann zum Beispiel ein Post absetzen, das heißt, ich mache ein CD. Post? Nein. Schauen wir mal. Ha! CD Post. Und kann jetzt hier meinen Post-Request zusammenzustellen, und zwar interaktiv. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Authorization. Und ihr seht schon, er schlägt mir jetzt hier auch Sachen vor. Kann da jetzt mit den Cursor-Tasten rauf und runter. Ja, man kann sich das auch auf Vim mappen. Nein, und ich vergesse es jedes Mal. Es ist Tab, nein. Authorization. So. Authorization, Doppelpunkt, Anführungszeichen, Bira Access Token. Oi, oi, oi. So, Bira Access Token, genau. Dann, Content. Ja, wenn ich jetzt noch lesen könnte. Content Type. Ja, JSON, ja. Bitte, danke. Also ihr seht schon, das geht eigentlich recht schön. Username, Name ist gleich Foo, Passwort ist Bar. Er merkt sich auch, was ich schon mal eingetippt habe, ist auch sehr praktisch. Also,
Jetzt kann ich sagen, okay, lieber HTTP-Pi, da ist er. Wie schaut denn dieser Post-Request denn jetzt aus? Ja, so schicke ich das jetzt weg, passt das für dich? Ja, passt für mich. Post. Postet das Ganze und kriegt dann den HTTP-Output des ganzen Post-Requests, also die Antwort auf den Post-Request zurück. Jetzt sage ich, okay, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste. Wie war das nochmal in der Mitte mit dem Usernamen? Und wenn ich das jetzt dann auch noch, da, grab Username, dann kann ich hier mit grab jetzt auch nur einen Ausschnitt dieses Responses zurückbekommen. Also wenn man öfter mit HTTP-Requests zu tun hat und die irgendwie zusammenbauen will mit einem Service, das man vielleicht noch nicht kennt, ist das ein recht schickes Tool. So, jetzt werden wir ein bisschen Gas geben. Das war das. XML Starlet. Ich habe letztes Mal hergecheckt. Ja. Ja, natürlich HTTPS. Wir haben 2019. Ich zeige keine Tools her, die nicht HTTPS können. Stimmt. So, da stimmt jetzt die Beschreibung. Ich habe letztes Mal hergezeigt, dieses Kommandozeilentool für JSON. Das Ganze gibt es natürlich auch für Enterprise JSON, sprich XML. Nennt sich XML Starlet. Das heißt, ich kann einen beliebigen XML-Input nehmen und den transformieren, abfragen, validieren, editieren, Sachen rauslöschen, wie auch immer. Das heißt, ich habe mein XML Starlet. Mit LS kriege ich das aktuelle Verzeichnis, das ist so ein Feature von dem Tool, das aktuelle Verzeichnis als XML-Datenstruktur zurück. Klingt pervers, ist aber zum Herumspielen und Testen gar nicht so unpraktisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also das ist natürlich, würde ich sofort als Use Case valide ansehen, sprich, mach mir ein LS, liefere mir den Inhalt als XML zurück und dann lösche mir aus dem Inhalt alles raus, was ein Directory ist. Also vollkommen klar, einfach schnell einzutippen, nur noch die Dateien. Ja. Das Ganze geht dann natürlich auch noch, also das sind jetzt XLST-Transformationen, da kann ich mich natürlich spielen, ich kann dann Attribute auch noch, aber das machen wir jetzt nicht. So, je nach Distribution heißt es entweder XML oder XML Starlet, da müsst ihr dann bitte bei euch entsprechend nachschauen. Was man auch machen kann, was aber dann schon wieder ganz lustig ist, ist, ich kann jetzt den Output von Curl nehmen, das heißt, ich hole mir jetzt den Gulasch programmierbar nach Fahrplan als XML, mache eine Transformation daraus und will jetzt alle Vortragstitel bekommen. Letztes Mal habe ich es mit JSON hergezeigt, heute mit XML. Nein, ich will jetzt nicht drüber nachdenken, was ich nächstes Jahr machen muss. Ja, den wollte ich noch unterbringen, den bringe ich unter. Nein, das ist nicht Mario. Ich hätte es ja Mario genannt, aber nennt sich Ultimate Plumber oder UP, also UP. Ich habe es ja schon erwähnt, diese Unix-Tools, die mir immer aneinander kettet mit Pipes, nicht? Ein Programm gibt was aus, das nächste verarbeitet etc. Das kann manchmal ein bisschen länger dauern, weil was gibt es jetzt aus und wo muss ich jetzt da ausschneiden, umtransformieren etc. Klingt trocken, ist aber eigentlich ziemlich geil. Annahme, ich sehe, das ist immer Demo, welche Netzwerkkarten habe ich denn jetzt eigentlich in meinem Laptop? Ne? Wenn ich jetzt ein LS-Hardware mache, kriege ich relativ viel zurück. Das Ganze pipe ich jetzt einmal in das App hinüber. So. Das heißt, ich habe jetzt meine interaktive Universal Plumber Shell. Und da kann ich jetzt Dinge machen. Ich kann zum Beispiel sagen, grab mir nach net, kriege ich das zurück. Und zeig mir alle fünf Zeilen nach dem Gefundenen. Also klassische Grab-Syntax, ja, kennen wir ja alle, hoffentlich. Okay, also eigentlich, ich sehe schon, ich brauche eigentlich net work und ich brauche eigentlich nur die ersten zwei. Na, normalerweise schreibe ich net wok, wenn ich hungrig bin, aber ja, so, schon besser. So, das gebe ich jetzt weiter an ein Grep, weil ich will eigentlich alles
mit den Doppelpunkten haben. Das Ganze möchte ich jetzt noch einmal zusammencutten, und zwar möchte ich an den Doppelpunkten auseinanderschneiden und ich will ab dem zweiten Feld alles bis zum letzten Feld. Dann schaut das schon so aus. Und das Ganze paste ich jetzt noch und sage Feld 1 und Feld 2. Und ich habe meine Liste der Netzwerkkarten in meinem System. Also recht schön. Und das Schicke ist, ich kann jetzt sagen Ctrl X. Und jetzt habe ich im File up 1 das komplette grep-Kommando mit allem, was ich brauche, und kann das weiterverwenden. Also das ist schon recht schick. Vor allem, wenn man nicht allzu fit mit den ganzen Tools ist, geht das schon recht gut. Man muss immer noch die Tools kennen. Also wenn jemand einmal so einen Unix Standard Tool Workshop machen möchte, go for it. Reptyr, ist so das Tool für, ach, ich bin so blöd. Ihr kennt das, ihr verbindet euch zu einem Server, ihr macht SSH zu dem Server und startet einen Download, nicht curl oder wget. Ach, verdammt, das dauert jetzt länger als geplant. Habt aber vergessen, am Server Tmux zu starten. Blöde Geschichte, ne? Was der reptyr kann, ist einen Prozess von einer Shell in die andere Shell übersiedeln. Das heißt, ich habe hier meinen Download, das heißt, mein wget schnurgelt da jetzt gemütlich vor sich hin und holt sich übers WLAN ein ISO-File, was viel zu schnell geht. Verdammtes CCC-Netz. Das heißt, was ich jetzt schauen kann, ist, ich muss jetzt schauen, welche Prozess-ID hat denn jetzt, ich bin jetzt hier quasi, ich habe inzwischen in einem zweiten Fenster eine SSH-Session zum Server gemacht, dort ein Tmux gestartet, so wie man das tut. Und jetzt muss ich nur noch diesen Prozess, der da in diesem anderen in dieser anderen Shell läuft, zu mir rüber in die Tmux-Session bekommen. Sieht man schon, okay, da ist er, den meine ich, den Burschen da. Und jetzt geht es nur noch mit reptyr 97, jetzt nicht, dass ich mir jetzt da irgendwie mein Präsentationsprogramm rüberhole. Und mein wget läuft jetzt in der Tmux-Session weiter. Und wenn ich jetzt noch einmal zurückgehe, da ist er jetzt weg. Hurra! Also so für so diese Momente eigentlich ein recht praktisches Tool. Das zeige ich jetzt nicht live her. CCYD ist ein Tool, um eine lokale Shell übers Web, also über HTTP oder HTTPS, ja, es geht auch HTTPS, und es geht auch Authentifizierung, und ja, man will das nur mit Authentifizierung machen, zur Verfügung stellt. Ich zeige das jetzt nicht live her. Wie das ausschaut, ist, ich habe unten meine Z-Shell, da habe ich den CTYD gestartet auf Port 8081 und habe gesagt, mach mir dort eine Z-Shell auf, nicht? Ja? Und oben habe ich einen Chromium-Browser, habe mich zu Localhost, das kann man natürlich auch von anderen Hostnamen auch exposen, und habe dort eine Z-Shell bekommen und habe in der Z-Shell einen Hardtop gestartet. Also ich habe dort ganz normal, kann dort ganz normal arbeiten und habe meine Shell im Browser. Bitte red das nur auf mit Authentifizierung und SSL, also TLS, ja, bitte, bitte. So, Endspurt, ich bin in der Zeit. Wie konnte das passieren? WTF, genau. WTF ist ein personalisiertes Informationsdashboard. Was machst du den ganzen Tag eigentlich so? Nein, ist im Prinzip dazu da, so für den schnellen Überblick, es ist extrem konfigurierbar. Ich fange gerade erst an, mich damit herumzuspielen. Es ist wirklich lustig. Also ich kann alles einbinden von iCal-Kalendern, GitLab, GitHub, alles Mögliche. Ach ja, ich zeig's live. Ja. Schauen wir mal. Und das rendert dann so eine hübsche Übersicht. Die kann auch interaktiv sein. Also ich habe hier Hacker News, ich habe hier alles Mögliche. Das lässt, wie gesagt, jedes Kasterl lässt sich eigens konfigurieren. Ich kann dort auch Jira-Tickets hineinnehmen, wenn man das möchte, oder so als Infoportal vielleicht ganz lustig. Also im vollen Schirm schaut das dann so aus. Letztes Tool.
Wenn mal wieder das Fernsehstudio ins Büro kommt und irgendwie sagt, wir brauchen noch B-Roll, könnt ihr da nicht irgendwie Hacker-Type oder so irgendwie starten? Wer hat den Snickers schon gesehen? Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ja. Oh, zu wenige. Anschauen. Unbedingt anschauen. Sensationell guter Film. Da gibt es eine Szene, wo der blinde Hacker dann die Verschlüsselung knackt. Und das wurde sehr schön animiert. Und das könnt ihr jetzt auch auf eurer Konsole machen. Das heißt, machen wir es nochmal. Ich mache ein LS einfach auf das Verzeichnis und pipe das Ganze an No More Secrets. Dann füllt sich mal der Schirm. Ja, jetzt kann ich sagen, jetzt. Ja. Es gibt dann noch den klassischen Snickers-Modus, wo wirklich genau eben der Schirm aus dem Film, aber ich finde es mit den eigenen Dateien eigentlich viel lustig, aber das war eben dann genau die Szene aus dem Film mit der Federal Reserve. Ja. Gut, das war das. Genau, das heißt, ich bin mit den Tools wieder durch, ich bin eigentlich super in der Zeit, ich bin komplett überrascht. Wenn euch das gefallen hat, habe ich zwei Bitten. Schickt mir keine neuen Tipps, sondern macht selber einen Vortrag. Nein. Und das Zweite ist, es gibt eine ganz liebe Freundin von mir, die Julia Riede, die hat letztes Jahr ihren Mann verloren, die hatte mit ihrem Mann so den Deal, er supportet sie, während sie das Medizinstudium fertig macht, sie supportet ihn dann, wenn er in Pension geht. Der Plan ist jetzt nicht aufgegangen und die Julia schwimmt jetzt ziemlich finanziell, das heißt, wenn ihr irgendwie ein paar Euronen überhaupt, wäre das toll, wenn ihr die dort vielleicht hinüberschicken könntet, wenn euch der Talk gefallen hat. Ansonsten sage ich vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich habe hier noch Mannerschnitten, das heißt, bitte stellt mir Fragen. Dankeschön. Du lenkst ihn ab und ich werfe, oder umgekehrt? Wie behältst du dir die ganzen Snippets und Kommandozeilen? In der Textdatei oder im Wiki oder wie machst du das? Was, für die Präsentation jetzt? Oder? Nee, jetzt so generell, so fürs tägliche Leben. Ich habe schon 10.000 angefangene Textdokumente auf 100 verschiedenen Directories und überlege die, ob ich jetzt ein Skit tue oder wie ich das mache. Ganz ehrlich? Sag mich jetzt behalten. Ja? Z-Shell History. Es ist... Also, um ganz ehrlich zu sein, und es ist, also ich stelle hier natürlich auch Tools vor, die ich nicht täglich verwende. Ja? Ein paar bleiben hängen, ein paar gehen durch. Also ich erwarte auch nicht, dass jetzt jeder von euch alles verwendet, aber so Z-Shell oder Fishshell, Tmux, vielleicht der Plumber. Wenn ein, zwei hängen bleiben, ist das schon habe ich mein Ziel schon erfüllt. Als Anmerkung zum ersten Tool, es gibt Lab, was quasi ein Wrapper um Hub ist, der also die Kommandos nimmt, guckt, ob es in GitLab geht, dann auf GitHub und dann in Git. Wunderbar. So, da drüben war wo? Gleicher Punkt. Wäre der gleiche Punkt gewesen. Oh. Ah, da. Warum verwendest du die Z-Shell, wenn du dann die eh nicht zu Tode konfigurierst? Challenge accepted? Nein. zum einen habe ich jetzt für die Präsentationen habe ich immer eine seicht konfigurierte Z-Shell, weil zwei Drittel von dem nicht relevant sind. Also ich habe für Demos eine andere Z-Shell als in der täglichen Arbeit. Und man muss ja nicht immer alles bis zum letzten Ende konfigurieren. Also ich bin auch mit der Config kann ich auch wunderbar arbeiten. Also, und ich habe jetzt da schon ein paar Plugins mehr drinnen, als ich hergezeigt habe. Also wie gesagt, letzter Talk habe ich ein bisschen mehr hergezeigt, aber da geht schon was. Aber mach doch mal nächstes Jahr einen Talk, wie man die Z-Shell wirklich ordentlich konfiguriert. Würde mich interessieren.
wie gesagt, also ich bin mit OMI Z-Shell und irgendwie so das will ich, bin ich eigentlich sehr glücklich. Also und habe einen deutlichen Produktivitätsgewinn gegenüber der Bash. Damit bin ich. Aber your mileage may vary, das ist eben genau das. Einfach mal so, einfach darüber reflektieren, sind die Tools, mit denen ich arbeite, eigentlich noch adäquat oder was gibt es denn jetzt aktuell, sollte man ab und an machen. Auch wenn es, nein, passt noch immer, ist gut, ist absolut valide, aber so dieses ab und zu mal hinterfragen. Ach, wir sind schon wieder am Ende. Also ich hab noch Mannerschnitten, wer mit mir noch plaudern will oder sich nur die Mannerschnitten holen will, weil ich mag sie nicht mit heimnehmen. Dann sage ich nochmal Dankeschön und schönen Abend noch. Dann danke dir. Thank you.